zusammen und willkommen zurück bei Whiskey Space. Ja, Happy St. Patrick's Day an alle, die diesen Tag feiern. Unsere irischen Freunde, liebe Grüße an dich, Whiskey Dog Steve Reno. Und ja, ich habe mir gedacht, heute St. Patrick's Day muss ich mal wieder ein Video machen. Beim letzten St. Patrick's Day habe ich kein Video gemacht. Und ich gehe jetzt mal schwer davon aus, dass einige wieder ihre irischen Whiskys auspacken und heute verkosten. Deshalb habe ich mir mal was anderes überlegt und bin mal einen komplett anderen Weg eingeschlagen. Deswegen heißt auch das Video ein Ire in der Karibik, weil ich habe heute einen Rum für euch da. Und was der mit Irland zu tun hat, das werde ich euch jetzt gleich erzählen. Und zwar handelt es sich um den Admiral Rodney Rum. Eine schöne grüne Verpackung, das zeigt ja auch schon ein bisschen Andeutung an Irland. Und das Spannende bei diesem Rum ist, dass der aus St. Lucia kommt, also ein Blend aus verschiedenen Rums. Ich glaube, der älteste ist 11 Jahre, der jüngste glaube ich 5 Jahre. Und was das mit Irland zu tun hat, er wurde gefinished in Irish Whiskey Casks. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil wenn ich jetzt mal das Verhältnis nehme, zum Beispiel die Whiskys, die in Rumfässern gereift sind, da habe ich manchmal meine Schwierigkeiten, gibt es zwar auch sehr gute, aber ich habe jetzt auch schon mal ein paar Rums gehabt, die in Whiskyfässern gereift wurden und ich finde da ist es sogar noch ein Ticken besser. Und den habe ich mir, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, dass ich mir den mal gekauft habe, aber ich habe da echt viel Gutes gehört. Und deswegen werde ich heute da mal einen Rum verkosten, der aber auch Thema Whisky hat. So schaut zum Beispiel die Flasche aus. Ich finde das sehr, sehr stylisch, dieser Dekanter. Farbe, ich glaube sogar, dass die nicht färben, da bin ich mir aber nicht sicher. Ich glaube, Admiral Rodney färbt nicht und da gibt es auch keinen Zuckerzusatz. Da lege ich eigentlich immer besonderen Wert drauf. Oder es ist sehr, sehr minimal, dass es fast nicht mehr spürbar ist. Was gibt es zu dem noch zu sagen? Ja, er kommt aus St. Lucia, einer wunderschönen Karibikinsel. Da war ich schon mal, das ist aber schon Jahre her. Sehr, sehr schön dort. Und ja, Rum ist auch immer wieder ein Thema bei mir, weil Whisky, ja, mache ich jetzt schon viel, viel länger, aber Rum hat mich letztes Jahr auch so gecatcht und da habe ich mir auch einige Rums besorgt. Das werde ich dann auch in meinem Barfach-Video oder auch ein paar vorstellen. Und unter anderem eben diesen Admiral Rodney Rum. Der wurde, ich glaube, da steht es ja sogar drauf, Moment, has selected exceptional cask aged 11 years, also sind wirklich 11 Jahre gereift, die Rumsorten. Und für 9 Monate gab es dann das Finish in diesen Irish Whiskey Fässern. Moment, nehmen wir mal einschenken und klick. Der Korken ist auch ziemlich genial, so ein fetter Holzkorken. Sehr, sehr hübsch. Und dann schenken wir den mal ein. So. Hat auch eine höhere Alkoholstärke, wie so diese Standard-Rumsorten haben, die meistens mit 40% abgefüllt werden. Der kommt mit 45%. So. Stellen wir da mal hoch. So. Passt. Gut. Es ist, der St. Lucia Rum ist ein Melasse-Rum, also keiner aus Zuckerrohrsaft. Die, ich glaube, 95% der Rumsorten werden aus Melasse hergestellt. Das ist das Abfallprodukt von der Zuckerproduktion. Falls ihr es nicht wisst, ist schön klebrig das Ganze. Und die anderen 5%, das ist dann aus reinem Zuckerrohr, wie es dann zum Beispiel bei den Rum Agricole passt in Guadeloupe oder Martinique. So. Schauen wir mal die Legs an, ob man da was sieht. Weiß nicht. Läuft auf jeden Fall ziemlich schön runter. Dann würde ich sagen, wir halten mal die Nase rein in diesen Rum aus St. Lucia mit Finish in Irish Whiskey Casks.
man da auch was spürt. Und man spürt den irischen Whisky definitiv durch. Dieses Getreidige, was ich oft immer so von Potstill-Würze habe, bei Potstill-Irish Whiskys, aber auch bei Blends. Der drückt da echt seinen Stempel drauf, aber du hast doch diese schöne Melasse-Note, Karamell, Vanillenoten, gebackene Banane, dann eben dieses getreidig-würzige von den Irish Whisky Fässern. Ich habe auch eine schöne Vollmilchschokolade. Ah, der ist wirklich toll. Und auch Föhn. Vielleicht bitzelt der Alkohol so ein Mini-Mü. Aber er bringt die Aromen super raus. Karamell, also ich habe wirklich Karamell, Vanille, gebackene Banane, dieses schöne Getreide von dem Grain, Vollmilchschokolade, aber auch eine wirklich nicht zu unterschätzende Holzwürze. Also bei 11 Jahren, das ist auch schon eine Hausnummer beim Rum. Man sagt ja, das ist ungefähr zu vergleichen mit einem doppelt so gereiften Whisky, zum Beispiel einem 21, 22-jährigen Whisky oder sogar dreifach, weil die Reifung da ja wesentlich schneller in dieser Hitze da in der Karibik. Aber es ist eine schöne, schöne Holzwürze. Sowieso muss ich so einen Holzscheit vorstellen mit so Karamell überzogen, eine Vanillesoße drauf und noch so eine gebackene Banane drauf. Und dann vielleicht so ein bisschen Haferflocken oder sowas. Sehr schön, echt schön. Na dann, sag ich mal Cheers, Slangeva, auf den St. Paddy's Day. Würzig vom Holz, aber auch diese Potstill-Würze von den irischen Whiskyfässern. Jetzt habe ich weniger Vollmilchschoki, sondern eher so dunkle Schokolade mit hohem Kakaoanteil, so leicht bitter, aber es ist eher so Walnüsse. Auch Karamell, aber ein bisschen so angebranntes Karamell. Vanille habe ich auch, aber eher so Vanille-Pudding. Ja, und dieses Getreide, also der irische Whisky, also der lässt sich da nicht verstecken. Also das ist wirklich ein tolle Balance zwischen dem Melasse rum. Klar, ich habe auch den braunen Zucker, aber eher so ein bisschen angeflammten braunen Zucker. Und dann diese Getreidenoten auch von dem irischen Whisky. Sehr, sehr schön. Echt. Muss man sagen. In der Nase ist er ein bisschen lieblicher und im Geschmack ist er noch richtig kräftig. Auch die Eiche, die kommt richtig zum Vorschein. Jetzt habe ich noch so eine leichte Anis-Note. Der zweite Schluck ist milder. Nicht mehr ganz so würzig, aber immer noch die Würze stark da. Und diese Zartbitter oder diese 90% Schokolade, die ist stark da. Also er ist auf jeden Fall im Geschmack würziger, als er süß ist. Also das schließt auch darauf, dass der auf jeden Fall nicht nachgezuckert wurde. Er hat eine leichte Süße,
Aber so eine schöne Balance aus dem Ganzen. Diese gebackene Banane habe ich jetzt vielleicht so dezent da, aber die habe ich im Geruch mehr. Aber ich habe dieses Karamell, angebrannter brauner Zucker, diese schöne Eiche, tiefe Eiche, die Getreide, also das Getreide, diese Potzelwürze da. Also echt sehr, sehr nice. Oh, jetzt stelle ich mir das gerade so vor, so in der Karibik zu sitzen und den zu trinken, so am Meer. Das ist cool. Ich kann mir den aber auch vorstellen, in Dublin zu sitzen und den da zu schlürfen. So eine Symbiose aus beidem. Toll. Der wird auch von Schluck zu Schluck entwickelt er sich noch weiter. Jetzt habe ich so richtig flüssiges Karamell. Mit so Nüssen drauf. Die Schokolade, die bleibt, die Eiche. Habe jetzt auch was. Ja, die Banane habe ich jetzt auch. Und noch so eine andere Frucht. Aber eher so was Grünes, so eine. Vielleicht so eine Sternfrucht oder irgend sowas. Eine Kiwi kann es auch sein. Dann so leichte Vanillenoten und diese Potstill, diese Getreidewürze von dem Irish Whisky. Ja, also wirklich ein tolles Teil, muss ich echt sagen. Könnte natürlich sein, dass das Video heute nicht so gut ankommt, weil Rum ist jetzt in der Whisky-Szene nicht unbedingt so der Mega-Burner, aber ich finde hin und wieder und gerade heute hat es ganz gut gepasst. Gerade weil der eben gefinished wurde in Irish Whisky Casks. Ich kann den euch empfehlen, wenn ihr mal einen geilen Rum wollt, der aber auch wirklich einen schönen Whisky-Einfluss hat. Den Admiral Rodney St. Lucia Rum Officer's Release Number 2 heißt der. Irish Whisky Cask Finish 2009 Distilled. Jo, also ein tolles Teil. Distilled, blended and bottled by St. Lucia Distillers. Sehr, sehr, sehr schöner Melasse-Rum aus der wunderschönen Karibikinsel St. Lucia. Jo, ihr könnt mir ja mal reinschreiben, ob ihr ja rummäßig euch auch ein bisschen, ja, da auch mal ein bisschen ranwagt an dieses Rum-Thema oder ist das für euch ein No-Go oder findet ihr das auch cool, wenn die Rum-Produzenten quasi auch Rums machen, die dann gelagert wurden in Whiskyfässern. Findet ihr das spannend oder bleibt ihr lieber hier beim Whisky und sagt, das reicht mir, wenn da auch mal der Whisky in Rumfässern gereift ist? Also ich finde die beide sehr spannend, die Spirituosen und Rum auch jetzt, wenn man dieses Melasse mag. Und ich kann mir wirklich also hundertprozentig vorstellen, dass jeder, der Whisky mag, der steht auch auf so ungesüßten und natürlichen Rum. Und nicht diese komische Pampe da, die da so nachgezuckert wurde, wie dieser, oh Gott, wie heißt diese dänische Marke da, Riese oder sowas, da schauen zwar die Flaschen genial aus, aber da ist ja nachgezuckerter as fuck. Ja, so sieht's aus. Alrighty then, also ich würde mal vorschlagen, beim nächsten Mal, das war ja heute ein kleines Special-Video, weil es war jetzt nicht so geplant, werde ich mal wieder mein Barfach auspacken und dann für die nächsten Videos mache ich vielleicht mal wieder eine Umfrage, was ihr so gerne ja, vorgestellt haben möchtet. Und ja, dann wünsche ich euch noch viel, viel Spaß beim St. Paddy's Day oder whatever, wann ihr auch immer das Video anschaut an dem Tag. Wünsche ich euch alles Gute und immer einen schönen Dram im Glas. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier bei Whisky Space. Macht's gut, bis dahin. Tschüssi. Ciao, ciao.